Ich springe mal ganz kurz vor zu einer Meldung, die brauchen wir jetzt irgendwie hier, finde ich, denn sie hat einen Bezug zu dem, was wir nachher uns anschauen wollen. Ich habe mir die schon vorbereitet. Und zwar ist das wirklich eine hammerharte Meldung. Das ist wirklich geradezu unglaublich. Diese Meldung, die ist erschienen im Tagesspiegel, aber die gibt es auch noch an anderen Stellen. Die Babyboomer beklauen ihre Kinder. Und das ist eine harte Geschichte. Denn da geht es darum, dass diejenigen, die jetzt in Rente gehen, ja, diejenigen bestehlen, die dafür jetzt zahlen müssen. Also mit anderen Worten, du, der du dein Leben lang gearbeitet hast und jetzt in Rente gehst, bist derjenige, der ein Feindbild wird. Ein Glück, dass es Greta gibt. Solange die junge Generation ihren Slogan "Wir sind hier", jetzt muss ich leider gestehen, dass hier diese Meldung ein Stückchen abgeschnitten ist. Also ich kann dir diesen furchtbaren Slogan nicht wirklich genau erklären, aber das wirst du wahrscheinlich auch wissen, dass jetzt sozusagen die Verantwortung von diesen jungen Menschen übernommen wird und dass natürlich im gleichen Maße auch die Alten, die die Jungen beklauen, wirklich zum Feindbild gemacht werden. Und die andere Meldung, die ich dazu gefunden habe, die werde ich dir nachher noch zu Gehör bringen, wenn wir das Thema nochmal aufgreifen. Das ist wirklich sowas von bösartig, dass es geradezu unglaublich ist. Und ich möchte gerne, dass dir bewusst wird, mit welcher Bösartigkeit hier agiert wird. Ansonsten kann man darauf gar nicht in dem Maße reagieren. Ich habe die Meldung jetzt nochmal aufgerufen und lese dir mal so ein bisschen die Formulierungen vor. Die Babyboomer, dazu gehöre ich übrigens auch, das sind die geburtenstarken Jahrgänge nach dem Krieg, beklauen ihre Kinder doppelt. Ein wahres Schurkenstück. Die Generation, die weniger Kinder in die Welt gesetzt hat als alle anderen zuvor, geht frühzeitig in Rente. Tja, ein Glück, dass es Greta gibt. Solange die junge Generation ihren Slogan "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut", ja, sensationell, ausschließlich wegen des Klimas ruft, können Eltern wäre aus vollem Herzen bei Plakatmalen helfen. Weil sich der Protest aber ausschließlich gegen die Versäumnisse der älteren Generation beim Kampf gegen die Erderwärmung richtet, bleibt ein weiteres Projekt des Zukunftsdiebstahls verborgen. Die Babyboomer hören einfach auf zu arbeiten. Tja, das ist wirklich eine Sauerei. Schließlich hast du zu schaffen, bis du in die Grube springst. Denn 80%, mein Lieber, das ist doch ganz interessant. Und weißt du was? Dafür, dass du 20% behalten darfst, bist du auch selber für dich verantwortlich. Wenn du krank wirst, hast du einfach Pech gehabt. Früher, als die Menschen zum Teil noch Sklaven waren und sich, naja, noch weniger behalten durften, da war derjenige verantwortlich für sie, der musste dafür sorgen, dass sie gut gekleidet sind, dass sie ausreichend zu essen hatten, dass alles funktioniert hat, denn ansonsten hätte er sich seiner eigenen Arbeitskraft beraubt. Na, da sind wir heute schon fortschrittlicher. Für 20% hast du jetzt selber diese Karte gezogen, die sozusagen noch weniger Freiheit bedeutet, als es hier ein Sklave früher gehabt hat. Glaub nicht, weil du einen DVD-Player hast und einen großen Bildschirm, dass du frei bist. Denn sie nehmen in einem Lebensalter Geld aus der Rentenkasse, in dem sie eigentlich noch welches einzahlen müssten. Das tun sie ausgerechnet in einer Zeit, in der auch der reguläre Zugang in die Rente sprunghaft ansteigt. Tja, das ist natürlich nicht in Ordnung, das ist ganz klar. Sie nehmen einfach Geld aus der Rentenkasse, in dem sie eigentlich noch einzahlen müssen. Tja. Und hier siehst du, dass auch an dieser Stelle ganz deutlich ein Konflikt aufgebaut wird, der in diese Thematik Teile und Herrsche hinein muss. Und wenn wir uns dann noch betrachten, dass momentan es wirklich trüb aussieht an der Wirtschaftsfront, na, dann haben wir doch schon eine Begründung, warum bald kein Geld mehr da ist. Die alten Drecksäcke sind's, die in Pattaya in Sexurlaub fahren und da das Geld verhuren. Skandal. Sie müssten einzahlen, sie müssten arbeiten, machen sie aber nicht. Ist nicht korrekt, ne?
Da spielt es keine Rolle, wenn auf einmal ganz viele andere Versicherungsleistungen beanspruchen, die überhaupt noch nie was eingezahlt haben und nie einzahlen werden. Das spielt keine Rolle. Im Übrigen ein ganz kurzer Hinweis an die Autoren: Eine wirkliche Versicherung ist es ohnehin nicht. Und vielleicht sollte sie mal genau hinblicken, wo das Geld eigentlich herkommt. Das ist übrigens mal eine interessante Hausaufgabe für die Tagesenergie-Zuschauer, die Rente beziehen. Guck doch mal auf die Bankauszüge, wo das Geld herkommt.